Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute stehen wir hier in Bingenwald, exakt in Nonnenwald, und zwar anlässlich des 160-jährigen Jubiläums der Mainzer Volksbank. Ich freue mich, dass die Frau Klosheim, der Herr Joost da ist, dass der Herr Gabel da ist, von Wald zum Leben. Und was mich besonders freut, ist, dass die Mainzer Volksbank anlässlich ihres Jubiläums 14.000, haben Sie gesagt, 16.000 Bäume in Rheinhessen pflanzen. Und hier allein in Bingen werden 4.000 Bäume für die Zukunft, für die neue Generation gepflanzt. Ein Hektar, muss man sich vorstellen, ein Hektar wird bepflanzt. Sie wissen, das Paradies liegt vor der Tür. Der Binger Wald ist unsere gute Wohnstube unserer Stadt. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich als Oberbürgermeister für diese tolle Aktion. Aber ich gebe direkt weiter an den Herrn Kiefer, der zuständig ist bei uns im Forstamt. Was wird denn überhaupt hier jetzt gemacht? Ja, wir stehen hier im Nonnenwald. Der Nonnenwald wurde seit 2018 durch die trockenen und dürren Jahre wesentlich verändert. Der Borkenkäfer hat hier den Vorbestand, einen etwa 80-jährigen Fichtenbestand, aufgefressen. Und wir sind jetzt dabei, hier heute 6 verschiedene Baumarten als Mischwald wieder neu zu begründen. Mit der Traubeneiche, mit der Rotbuche, mit der Atlaszeder, dem türkischen Baumhasel, der Elsbeere, der Esskastanie, um nur die wichtigsten zu nennen, was Sie hier heute aufforsten. In der Hoffnung, dass diese Bäume einmal diesen Klimaveränderungen, dieser Klimaerwärmung, dieser Erderwärmung einmal Widerstand bieten und für unsere nachfolgenden Generationen wieder genauso schönen Wald bilden werden, wie wir ihn die ganze Zeit oder jetzt hier noch erleben. Ja, also nochmal vielen herzlichen Dank an die Mainzer Volksbank, an die Vertreterinnen und Vertreter. Bleiben Sie gesund, Ihr, euer Oberbürgermeister Thomas Fese.